ereignisreichen Herbst mit vielen Hochs und auch einigen Tiefs zieht Austria-Trainer Nenad Belica bei Viola TV Zwischenbilanz. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Ich glaube, dass die Mannschaft unsere kurzfristige Ziel, die wir uns gestellt haben am Saisonbeginn, hervorragend erfüllt hat und hervorragend erreicht hat und auch ein bisschen übertroffen hat. Und unser langfristiges Ziel, der ein Platz zwischen 1 und 3 ist am Saisonende, ist in die Nähe. Also wir können positiv in die Zukunft schauen und hoffen, dass wir im Frühjahr mit 15 Spielen bessere Leistungen in Meisterschaft bringen werden. Werden wir auch körperlich viel besser sein, auch spielerisch besser sein. Und das hat uns gefehlt in diesem Herbst in Meisterschaft. Wir haben einige Punkte verschenkt. Aber wie gesagt, das ist alles Preis den Champions League, die wir gespielt haben, wo wir uns sehr gut präsentiert haben. Für einige Niederlagen in der Meisterschaft gab es auch Kritik am Trainer. Kritik, die Nenad Belica nachvollziehen kann. Ich kann das verstehen, aber ich kann das auch erklären. Also für jeden Spieler war die Champions League eine besondere Sache, ein besonderes Erlebnis, aber für jeden Fan auch. Also für jeden Fan auch, weil jeder Fan, wir haben 37.000 Fans gehabt gegen beim letzten Spiel gegen Zenit, auch gegen Porto, gegen Atletico noch mehr. Und in Liga haben wir 7.000, 8.000 Fans. Also das ist für jeden ein besonderes Erlebnis gewesen. Und warum soll dann für die Spieler nicht ein besonderes Erlebnis sein? Ist einmalige Chance, in Europa sich zu präsentieren, in Champions sich zu präsentieren. Das haben sie hervorragend gemacht. Und dass uns dann ein bisschen Kraft manchmal in Meisterschaft gefehlt hat und nötige Konzentration, das ist auch menschlich. Für Nenad Belica war der Herbst die Phase des Kennenlernens. Eine Phase, in der natürlich auch Fehler passiert sind. Denn jeder, der arbeitet, macht Fehler und ich habe sicherlich ein oder andere Fehler gemacht, aber nicht absichtliche Fehler, sondern die Fehler, die du als ein neuer Trainer einfach von ersten Tag nicht wissen kannst, ob das, was du machst, ein Fehler ist oder nicht. Natürlich würde er einiges anders machen, aber wie gesagt, ich habe mich ein Bild von ganzem Verein gemacht, von jedem einzelnen Spieler. Wir haben viele und Tiefe und Höhe erlebt und das war für Kopf von allen nicht einfach, für Fans, für Spieler, für Vorstand, für mich als Trainer. Aber wir haben den Herbst überlebt und ich hoffe, dass wir dann im Frühjahr, wenn der Kopf etwas frischer ist und wir mental besser sind, dass wir dann auch das auf dem Platz zeigen werden.